Früher war das ein Küstendschungel, in dem es vor Kobras, Mambas und Pythons nur so wimmelte. Es ist ihr Lebensraum. Und wir haben einfach eine Stadt darauf gebaut. Heute, wo die Stadt weiter wächst und die Temperaturen steigen, sind tausende Schlangen auf der Suche nach Nahrung, Wasser und einem Unterschlupf. Dadurch häufen sich Schlangenbisse. Wir sind nun die letzte Verteidigungslinie für Stadt und Schlangen. Wir suchen nach einer schwarzen Mamba, die sich hier in dieser Gärtnerei in einem Loch verstecken soll. Eine Dame hat gesehen, wie die Schlange sich darin verkrochen hat, hat sich aber nicht näher herangetraut. Also schauen wir uns das mal an. Hallo, sind Sie die Dame mit der Schlange? Ja. Geht's Ihnen gut? Ja. Da drin? Da haben Sie sie gesehen? Ja, genau. Hier ist sie reingekrochen? Eine sehr große Schlange? Ja, sehr groß. Und schwarz? Ja, schwarz. Okay. Wahrscheinlich eine schwarze Mamba. Danke fürs Mitkommen. Gehen Sie ruhig wieder. Würden Sie mir den Spaten leihen? Den brauchen wir vielleicht. Danke. Danke, gehen Sie ruhig. Danke. Die Dame steht noch unter Schock. Kein Wunder, wenn die Schlange wirklich so groß ist. Schau mal, ob du sie sehen kannst. Ich versuch's mit der Endoskopkamera. Es ist zwar recht dunkel, aber mal sehen. Vielleicht kann ich sie rausstupsen. Ich stech rein, macht euch bereit. Ich stupf sie an. Ja. Die Zange ist bereit. Nichts zu sehen? Nichts. Warte mal, was ist das? Da ist sie. Sie bewegt sich. Es ist eine schwarze Mamba. Aber sie hat mich gesehen und ist zurück ins Loch gekrochen. Eigentlich ganz gut für uns. Nur wie sollen wir sie jetzt einfangen? Der Typ meinte, sobald er sie sieht, bringt er sie um. Ich sagte bloß nicht anfassen, sie beißt. Sie sind tot. Ich sagte, er soll sie in Ruhe lassen. Er wolle sie aber nicht hier. Ehrlich gesagt ist das ein bisschen Glückssache. Wenn sie da drunter ist, haben wir Pech, denn das bekommen wir nicht kaputt. Aber hier könnten wir sie kriegen. Am besten wäre also 1-0 für die Natur. Bali, du bist stark. Ich kann nicht. Aber du kannst gut graben. Ich mach das nicht. Mein Rücken, das ist furchtbar. Na gut. Ich weiß, Simon hasst es zu graben. Irgendwie beschwert er sich dann immer über seinen Rücken. Dabei hat er schon viel kompliziertere Dinge gemacht. Ob auf Bäume klettern, eine Mauer hoch oder eben graben, da bin ich raus.